we don't have free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple, just like dominoes, one by one, they'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime and to reclaim the right to free speech for all Americans. And reclaim is a very important word in this case, because they've taken it away. In recent weeks, bombshell reports have confirmed that a sinister group of deep state bureaucrats, Silicon Valley tyrants, left-wing activists, and depraved corporate news media have been conspiring to manipulate and silence the American people. They have collaborated... Einführung einer Digital Bill of Rights. Noch gar nicht richtig im Amt und schon kündigt Donald Trump ein umfangreiches Maßnahmenpaket zu führen, um die Meinungsfreiheit im Internet zu stärken und die Online-Zensur zu beenden. Bereits 2022 hatte Trump dieses in einem Video erläutert. Wir sehen es gerade. Die Meinungsfreiheit ist deiner Meinung nach ein grundlegendes Element einer freien Gesellschaft. Ohne sie würden nach und nach auch alle anderen Freiheiten verloren gehen. Hat er recht. Nach ihm ist das Hauptproblem ein linkes Zensurregime, bei dem sowohl Staatsbedienstete als auch Personen aus der Privatwirtschaft, insbesondere aus dem Silicon Valley, eine Rolle spielen. Er erlässt einen Erlass, der Bundesbehörden verbietet, mit Organisationen oder Personen zusammenzuarbeiten, die legale Meinungsäußerungen zensierten. Staatliche Gelder sollen nicht mehr verwendet werden, um Äußerungen als Desinformation zu kennzeichnen. Trump plant, Bundesbeamte, die im Zensurpraktiken involviert waren, zu entlassen, unabhängig davon, ob sie beim FBI oder im Gesundheitsministerium tätig sind. Das Justizministerium wird angewiesen, alle Personen, die an der Online-Zensur beteiligt waren, auf mögliche Rechtsverstöße zu überprüfen. Trump fordert den Kongress auf, eine Gesetzesvorlage zu erarbeiten, die großen Technologiekonzernen das Zensieren verbietet und sie stattdessen dazu verpflichtet, illegale Inhalte von ihren Plattformen zu entfernen. Forderungen von Verbänden und Universitäten, die sich an Zensur beteiligen, sollen eingestellt werden. Ein weiterer zentraler Bestandteil von Trumps Maßnahmenpaket ist die Einführung einer Digital Bill of Rights. Diese soll die Rechte der Internetnutzer stärken. Wenn Online-Accounts gelöscht oder shadowbanned werden, sollen die Account-Inhaber das Recht haben, darüber informiert zu werden und den Grund für die Maßnahme zu erfahren, um sich anschließend dagegen wehren zu können. Alle Personen ab 18 Jahren sollen das Recht bekommen, sämtliche Inhalte ohne Inhaltsmoderation sehen zu können, um Informationen unmanipuliert zu erfahren. Ist ja bei uns auch so ähnlich. Und mittlerweile fangen die sogar an, das Fernsehprogramm zwar nicht zu zensieren, aber wenn die einen alten Film blenden, die da auch ein, dass das nicht den heutigen Meinungen entspricht oder sowas. Trumps entschlossener Einsatz für die Meinungsfreiheit und gegen die Zensur wird von vielen seiner Anhänger begrüßt. Kritiker hingegen befürchten, dass die Abschaffung von Zensurmaßnahmen die Verbreitung von Desinformation und Hassrede fördern können. Bleiben wir gespannt, wie sich die Kommunikation im Internet verändern wird. Und hoffen wir,
dass so etwas auch in Deutschland umgesetzt wird. Wenn wir uns erinnern, wurden während der Corona-Zeit abweichende Meinungen zu den Maßnahmen oft als Fake News bezeichnet und auf diversen Online-Plattformen gelöscht. Oder denken wir ein paar Jahre weiter zurück. Galileo Galilei wurde durch die Inquisition massiv unter Druck gesetzt und musste 1616 seiner Lehre von der Erdbewegung abführen, da ihm nach einer Sage nach zugesprochene Ausruf und sie bewegte doch, soll ihm übrigens aber erst später in den Mund gelegt worden sein. Ja, das wollte ich bloß mal loswerden. Western civilization itself. When I am president, this whole rotten system of censorship and information control will be ripped out of the system at large. There won't be anything left. By restoring free speech, we'll begin to reclaim our democracy and save our nation. Thank you, and God bless America.